So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für den Community Raid und ich kann nicht mehr. Den ganzen Tag habe ich mich jetzt mit PayPal rumgeärgert, PayPal, wie auch immer das heißt. Ich sage nur 1000 Euro für Mewtwo. Das Video wird demnächst kommen, wenn dann alles geklappt hat. Ich bin guter Dinge, dass das noch passt. Heute Abend die Mega Gyarados Raids für Zuschauerfolge. Und hier, wenn ihr mal guckt, sitzt auch ein Mega Gyarados in Wallraps an der Friedhofskapelle. 18 Minuten noch, 5 Minuten habe ich noch Zeit, dann muss ich einladen. Hier hinter mir seht ihr im Prinzip die Friedhofskapelle. Da sind ein paar Friedgrabsteine, meine ich irgendwas. Ich will euch jetzt aber ganz kurz sagen oder zeigen, wen wir überhaupt einladen müssen. Herr Extrem möchte zum Beispiel auch mitmachen. Dann habe ich wieder 10 Leute mir markiert, die zuerst geschrieben haben und sich eingetragen haben. Manche wissen trotzdem immer noch nicht, was das ist. Aber vielleicht kriegen die es mit der Zeit mit. Wir haben nämlich Kurlidita, Uhuwe, XY Carsten, Dodo am Zocken, 14 Lukas, Hesa, Jenaya, Mr. T. Du also, lädst du uns ein? Ja, aber jetzt ist er bestimmt zu spät. Warum hat man keine Fernraid-Pass bekommen? Das ist, die Frage stellt Umut bestimmt am Tag 20 Mal. Also war der nächste dann noch Timon Monster und Kevin. Alles, was danach kam. Bei dem geplanten Livestream steht 17:50. Hier steht 13:50. Das ist ja auch ein Community-Raid. Ach Leute, ich dreh durch. Und kommen alle dran oder nur die ersten 10? Es steht doch oben schon dabei, lest euch doch mal die Nachricht durch. Die ersten 10 werden geladen und bekommen ein Herz, sobald die Freundschaftsanfrage raus ist. 13.50 Uhr machen wir einen Community Raid. Die 2 Leute laden ein. Ihr sollt euch eintragen mit Trainercode und Ingame-Namen. Also noch genauer kann man es ja gar nicht machen oder schreiben oder was auch immer. Jetzt muss ich hier das Handtuch wieder rausholen, muss das da vorne hinlegen. Ach so. Ich muss das Handtuch wieder da vorne hinlegen, muss gleich einladen, muss gucken, ob die Leute noch angenommen haben, mit denen ich noch nicht befreundet war auf den kleinen Accounts. Und wir wollen natürlich auch was zum Übergang fangen. Deswegen warte ich eigentlich kurz, dass die App startet. So, ich denke mal, wir sind bereit. Es ist auch 50. Mal gucken. Ich hoffe, es ist noch keiner drin. Also der Einzige, der schon drin sein könnte, wäre ja eigentlich der Extrem. Egal. Ich werfe jetzt mal hier die Pässe überall ein. So. Dann müssen wir natürlich mit den iPhones wieder einladen. Jetzt bin ich mal gespannt, denn hier drücke ich auf den Punkt und habe 5 Leute. Mr. T, Timon, Hazard, Kevin, Jenaya. Und bei dem anderen drücke ich auf den Punkt und habe 4 Leute. Doda am Zocken, Uhuwe, Kurlidita und Carsten. Irgendjemand fehlt. Habe ich Jenaya vorgelesen? Ich weiß es gerade gar nicht. Nicht, dass es die gute Jenaya ist, die fehlt. Nochmal schauen. Dann habe ich da nämlich vergessen, einen Punkt dran zu machen. Es geht aber nicht. Es geht wieder kein Punkt dran. Ich hasse das. Mach doch den Punkt, wenn ich drauf drücke. Jetzt, Jenaya. Wenn Jenaya aber hier schon dran war, dann habe ich sie jetzt vielleicht doppelt eingeladen. Das Ding ist, die, mit denen ich schon befreundet bin, nehme ich als Spitzname direkt einen Punkt. Und dass sie schon, wenn ich auf den Punkt drücke, bei der Namenssuche genau die angezeigt habe, mit denen ich nicht befreundet bin, die müssten ja dann als neue Freunde ohne irgendeine Interaktion, ohne irgendwas angezeigt werden. Das heißt, wenn ich beim Raid bin, gucke ich, wer angenommen hat und gebe denen auch einen Punkt. Der eine hat auf jeden Fall angenommen, dem habe ich einen Punkt gegeben, den habe ich eingeladen. Der andere war nicht da. 15, 16. Wenn das jetzt Extrem ist, der drin ist. Also ich sehe zum ich sehe den Bierbenny, der Bierbenny ist drin. 16. Hat Bierbenny jetzt den Platz vom Extrem eingenommen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wären wir also immer noch nur 15. 15, weil der Bierbenny zählt eigentlich nicht dazu. Vielleicht ist der Bierbenny auch Ersatz für ein Extrem. Ansonsten fehlt einer. Wer fehlt, schreibt es mir in die Kommentare.
am Anfang habt ihr ja gesehen, wen ich alles einladen wollte. Vielleicht ist euch jetzt bei den Namen jemand eingefallen, den ich nicht genannt habe, der es also nicht reingeschafft hat. Ich stehe natürlich jetzt wieder mächtig unter Zeitdruck. Es ist schon 14 Uhr, bis ich zu Hause bin, das rübergezogen habe, geschnitten habe, vielleicht 14:30, bis es exportiert ist. 15:30 vielleicht. Gut, sagen wir mal 16 Uhr, bis es hochgeladen ist. Ist 17 Uhr vielleicht. Also ich denke mal so 17 Uhr spätestens wird das Video online sein. Und 17.50 Uhr fängt ja schon der Stream an. 17.50 Uhr, heute bin ich alleine, das heißt, heute habe ich Zeit. Theoretisch ist eine Stunde geplant, aber beim letzten Mal haben wir auch drei oder vier Stunden gemacht. Sehen wir mal, wie der Andrang da ist. Wenn keiner da ist und keiner Bedarf hat, dann können wir es auch kürzer machen. Wenn viele Leute da sind und wir länger brauchen oder ich länger brauche, dann können wir es natürlich auch länger ziehen. Theoretisch müsstet ihr das mit 5 Accounts auch locker besiegen. Leider gibt es ein paar Experten, die es selbst mit 10 Accounts nicht schaffen. Da müssen wir uns dann derer Fälle annehmen und gucken, ob das passt. Ich zitter auch schon wieder wie ein Schlosshund. Aber das ist nicht die Kälte. Ich glaube, es ist einfach der Stress, der nervliche Stress. Und ich glaube, Garados kann auch shiny sein. Bisher war jeder Raid-Boss, also jeder Mega-Raid, den ihr hier haben konntet, irgendwie shiny. Da müsste es mit Garados eigentlich auch so sein. Ich drücke mich jetzt einfach hier fix mal überall durch. Guck mal, wer das Höchste ist. Wer das Höchste hat. Ja. Jetzt muss ich hier wieder überall umstellen. 1894, 1892, 1919 ist das Höchste hier. 18 noch was. Hier sind ein paar Viecher tot. Da muss ich erst was wegwerfen, dass ich überhaupt draufdrücken kann. 8 Minuten wäre er noch da. Mega Energie gibt es auch. 80 Stück an der Zahl. Das ist eine mächtige Summe. Und 1914. Ich weiß leider gerade den 100er Wert nicht. Wir können es aber geschickt machen. Nachdem wir die ganze Zeit gebückt waren, strecken wir mal das Kreuz durch. Legen uns kurz hier auf Lauer. Wir gucken kurz mal rein, was es ist. Also wie viel es hat. Es ist auf jeden Fall kein Shiny. 1879. Könnte besser sein. Würde ich empfehlen, natürlich mit gelber Beere zu fangen. Gibt massig Bonbons. Und auch so, ihr wollt ja natürlich ein Mega Garados auf Level 50 haben. Und das entwickeln. Ist sogar schon drin. Komisch geworfen, den Kreis nicht getroffen. Nur eine gelbe Beere, keine goldene. Ist drin, hat wie 10 Bonbons. Das hab ich, ach so, ja. Das ist ja keine Drittentwicklung. Das ist ja nur die zweite Stufe. Habe ich mich wieder zu früh gefreut. Ich habe jetzt mit 20 gerechnet. Ist auf jeden Fall schlecht. Wir können auch ganz kurz nochmal nachgucken, wenn wir auf YouTube gehen. Da habe ich ja die Übersicht gepostet, was ein 100%iges sein müsste. Community-Tab, ganz wichtig, arbeitet damit. Mega Garados Community Raid. Ja? Und das andere ist Mega Garados Raids für Zuschauer. Ich weiß nicht, wieso die Leute das trotzdem immer verwechseln und den Unterschied nicht sehen, merken, spüren. 1937 wäre das 100er gewesen. 24:22 mit Wetterboost und Konda seht ihr hier. Das sind Kampf-Pokémon aufgeführt, das sind auch Elektro-Pokémon aufgeführt. Also wenn ihr heute bei den Raids für Zuschauern mitmacht und habt ein paar Kampf-Pokémon oder Elektro-Pokémon, nehmt die einfach, haut drauf, gönnt euch ein Mega Garados. Theoretisch könnt ihr ja schon eins entwickeln, wenn ihr die Aufgaben gemacht habt von dieser Forschung. Da gibt es genau 200 Mega-Energie am Ende. Das heißt, mit genau 200 Mega-Energie könnt ihr natürlich euer erstes Mega-Garados machen. Ich werde meins auch noch entwickeln irgendwann. Ich brauche aber erst wieder 400 Mega-Energie, weil ich ja ein männliches und ein weibliches und ein Shiny und ein 100er machen möchte. Das dann alles kombinieren. Das heißt, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns im Stream. Beziehungsweise gleich, wenn das Video online kommt, bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Grüße an Bierbenny oder an Extreme, wer auch immer. Ich frage gleich nochmal nach. Und wenn ihr rausgefunden habt, wer nicht dabei war, von den Leuten, die sich auf YouTube eingetragen haben, die ein Herz bekommen haben, wer von denen nicht dabei war, schreibt's mal rein, was ihr denkt. Das ist immer ein lustiges Katz-und-Maus-Spiel. Das war's jetzt von meiner Seite. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So.